Mein Name ist Michael Dickhoff, ich vertrete die Firma Interbau Blink und unser Unternehmen ist ansässig im Westerwald, speziell im Kannenberger Land. Das ist eine Region, die etwa 20 Kilometer östlich von Koblenz liegt. Dort gibt es sehr große und sehr hochwertige Tonvorkommen und das hat eigentlich auch die Standortentscheidung unserer Gründerväter vor über 100 Jahren bestimmt und ist auch heute noch für unsere Investitionen maßgeblich. Wir produzieren in zwei Produktionsstätten mit etwa 300 Mitarbeitern, ca. 5 Millionen Quadratmeter Fliesen im Jahr und haben vor knapp zwei Jahren als bislang einziger deutscher Hersteller in die Produktion von Großformatfliesen investiert und ein vollkommen neues Werk für die Produktion von Großformatfliesen installiert. Damit haben wir auch ein Neuland im Produkt betreten. Und die Fliese, insbesondere diese großformatige Fliese, ist natürlich nur so schön und nur so gut, wie sie auch verarbeitet wird. Und da gibt es natürlich viele Fragen und viele Besonderheiten, die zu erklären sind, beziehungsweise auch dem Verleger nahezubringen sind. Wie zum Beispiel der Transport der Fliese, wie zum Beispiel die Bearbeitung dieser Fliese, Ecken, Kanten, Löcher und so weiter. Oder halt auch insbesondere natürlich die Verlegung der Fliese. Und da sind wir natürlich der Firma Bach dankbar, dass sie auch die Initiative mit diesen Techniktagen ergriffen hat, um diese Problematiken dem Fliesenleger nahezubringen und ihm die Scheu zu nehmen. Halt praktisch dieses schöne Produkt, was ja auch den ganzen Fliesenmarkt wieder beflügeln soll, halt nach vorne bringt und den Verlegern die Angst vor dieser Arbeit nimmt. Wir sind natürlich absolut daran interessiert, diese neuen Produkte oder überhaupt die Fliese wieder viel salonfähiger zu machen, als sie im Moment eigentlich ist, aufgrund verschiedenster vermeintlicher Nachteile gegenüber anderen Substituten jetzt. Aber wenn man genau hinschaut in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Robustheit, in Sachen Pflegeleichtigkeit, in Sachen gutes Raumklima ist die Fliese gegenüber fast allen anderen Belägen unschlagbar. Und das müssen wir dem Verbraucher wieder vermitteln. Und wir müssen natürlich auch den Handwerker dafür gewinnen, halt praktisch diese Vorteile in die Tat, halt im Bauwerk umzusetzen. Ich denke, es waren sehr gute Referenten, die das sehr locker rübergebracht haben, teilweise im Dialog mit dem Fliesenleger. Das war ein Rede-Antwort-Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Und die Leute hatten das Gefühl, sie werden mitgenommen. Und es ist nicht ein reiner Frontal-Vortrag. Also das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Die Themen waren natürlich, insbesondere aus unserer Sicht, Großformat, natürlich sehr interessant. Aber auch andere Themen haben Raum gegriffen, die den Fliesenleger mit Sicherheit sehr, sehr interessiert haben und auch dazu führen werden, dass Fehler, die der Fliese letztendlich schaden, halt nicht mehr gemacht werden in Zukunft.